Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Heute widmen wir uns mal einem ganz besonderen Thema, was auch mir am Herzen liegt und wir auch von vielen Zuschauern angetragen bekommen haben. Wie mache ich eigentlich eine Winterlandschaft? Das sieht man ja nur relativ selten auf Modellbahnen. Also bis Herbst habe ich ja schon gesehen. Aber wie mache ich jetzt eine Winterlandschaft? Und dazu habe ich mir Thorsten Ströwe eingeladen. Und der wird uns in dem Bereich Basteln und Bauen die Tipps geben, die ich benötige und vor allen Dingen auch das Material nennen, was wir benötigen, um eine Winterlandschaft zu bauen. Hallo Frank, Hi. Du wirst es nicht glauben, der Spätherbst, mit dem fängt es an. Mit dem Spätherbst? Oder mit dem Herbst an. Fängt es an. Weil wir wollen nicht das bauen, was die Leute generell so meistens dick, unter... dicke Winterlandschaft. Naja, da gibt es alles dicht und irgendwie ist noch ein bisschen weiß und ein bisschen Glitzer drauf. Das wollen wir nicht. Wir wollen, wie man hier vielleicht auf dem Tisch schon ein bisschen auch sehen kann und im Hintergrund, wir wollen es ist leicht schneiden lassen. Also ein bisschen überpudern sozusagen. Yep, genau so ist es. Und wir wollen, dass die Gräser noch sichtbar sind. Mhm. Wir wollen, dass die Straßen nicht komplett beschichtet sind. Dafür habe ich einmal eigentlich ein fast fertiges Teil mitgebracht zur Anschauung, weil natürlich während dieser Arbeit manche Sachen einfach Trocknungszeit brauchen und das so weiter. Klar, und, aber es, wir werden es anhand des einen Schaustücks machen, was wir bereits vor ein paar Folgen mal aufgenommen haben. Und das werden wir jetzt weiterverarbeiten. Jetzt kommt es praktisch wieder zum Einsatz. Und ja. Dann lass uns beginnen. Ja, genau. Spanne uns nicht auf die Folter. Okay. So. So. Diverse Materialien haben wir dabei. Vielleicht hältst du das noch mal ein bisschen in die Kamera. Ja, klar. So, wir gehen tatsächlich in den Herbst-Winterbereich rein. Wir haben einmal von Lars Opthof Graspollen 2 mm. Das sieht man richtig verdorrt, ausgemergelt, fertig. Die entsprechenden Artikelnummern blenden wir natürlich noch ein. Genau. Zum Schluss. Dann haben wir dabei Grasbüschel frühwinterlang. Also noch etwas grün, sowas gibt es ja auch in der Landschaft noch. Die werden ja nicht alle braun und farblos. Nein. Wir könnten theoretisch sogar helles Gras noch nehmen. Also du weißt, du kennst den Blick im Winter oder generell raus, es wächst immer noch ein bisschen was nach, nicht mehr so wie sonst und im Rest des Jahres. Unsere Dornensträucher, die also im Sommer schön geblüht haben, beziehungsweise richtig saftig grün waren, die sehen natürlich im Winter so aus. Und das ist eine neue, die kommt erst in diesen Tagen raus, ist also dann verfügbar. So. Das sind also die Grundmaterialien, mit denen du arbeiten möchtest, an Gewächsen. Genau. Und natürlich, wie wir bereits vor ein paar Folgen es schon bereits gemacht haben, nehmen wir noch ein bisschen Erde hinzu. Dark Erde. Dark Earth, Dark Erde, Dark dunkle Lord. Erde. Genau, ist wieder die Acrylpaste. Mhm. Die wird dann einfach punktuell nochmal drüber gemacht. Natürlich könnten wir jetzt auch sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach einen Weißleim und bestreichen die zuvor hergestellte Erdfläche einfach mit Weißleim drüber. Mhm. Kann man auch machen, aber es ist, das Problem ist, wir wollen das nachher weiß sehen. Alles klar. Oh, nein, warte, pass auf. Der Weißleim ist weiß. Da wird nicht klar. Genau, deswegen nehmen wir ihn erstmal raus. Ah, ich verstehe. Du verstehst, was ich meine, weil sonst täuscht das Gesamtbild nachher. Ja. Deswegen nehmen wir diese Erde nochmal und setzen sie nochmal punktuell drüber. Das Gesamtergebnis, wie es aussieht, wird man sehen können natürlich und man sieht es auch an dem fertigen Teil. Aber damit es nicht getäuscht wird, dass das, was Sie da am Bildschirm sehen, liebe Zuschauer, ist es, dass wir das hier erstmal rausnehmen. Wenn Sie es selber verwenden können, können Sie natürlich genauso vorgehen, indem Sie sagen, ich mache erstmal den Untergrund, ich mache die dunkle Erde, lasse das Ganze trocknen und gehe dann mit einem Weißleim oder einem Graskleber, flexiblen Mattkleber drüber und setze dann meine Grasbüschel, meine Büsche, meine Herbstbüsche und oder was auch immer ich setzen will, setze ich dann. Und zum Schluss der Schnee.
Lass ja. was schneien. Und darauf freue damit wir es jetzt sind, ich weiß. Und, das und deswegen lassen wir das erstmal außen vor. Schon beiseite. Was sind diese kleinen Dosen? In diesen kleinen Dosen, wenn ich diese Dose öffne, da musst du eigentlich das Atmen einstellen. Nicht, weil es stinkt, sondern weil diese hier drin der Schneepulver enthalten ist, der ganz super, leicht. Super, also ich kenne keine Bedeutung für super, super, dreimal, fünfmal super oder so fein, mhm. aber es ist super fein. Also, Obacht jetzt. Vielleicht kann die Kamera das einfangen. Ja, doch, ganz gut eigentlich sogar. Und vor allen Dingen der Vorteil, der Schnee schmilzt nicht. Naja, er schmilzt definitiv nicht. So. Natürlich gibt es von Acker auch eine Schneepaste, aber da, wir wollen das ja nicht genau das erreichen, was man mit anderen Produkten macht, indem man die ganze, den ganzen Untergrund weiß macht. Mhm. Hier haben wir die Ice Sparkles. Ich glaube, die hast du rechts in der Hand. Ich sehe das gar nicht. Ja, und die Springles, genau. Was verbirgt sich dahinter? Gucken wir mal rein. Nehmen wir erstmal den. Vorsicht, ist loses Material. Nochmal hier für die Kamera. Das ist so eine Art. Hier ist es wieder so eine Art Gel. Gel, ne? Ja, ja. Mit diesem kann man wunderbar den schmilzenden Schnee darstellen. Ach so, so ein bisschen so matschig. Ja, und wenn man es ganz übertreiben will, dann nimmt man noch ein bisschen Wassergel etc. Und weißt du, wenn du. Das werden wir in der Sendung wahrscheinlich nicht schaffen, weil es sehr zeitaufwendig ist. Aber mit Wasserzusatz, Wassergel transparent zum Beispiel oder stilles Wasser, Stillwater heißt es von AK oder ein anderes Mittel, ist ja eigentlich egal, kann man eben, jeder kennt es aus dem Winter, die fast geschmolzenen Fußtritte im Schnee nachbilden. Ja, genau, ja, sehr ja. schöne Sachen. Auch wir haben diese Videos, die AK selber hergestellt haben, auf XDN unter den Artikeln verlinkt. Das heißt, also man kann sich zu diesem Video anfangen. Kann man noch ja. selber, das ist leider meistens immer in Englisch, ja. aber gut, okay. Gut. Wir wollen natürlich hier Ihnen erstmal Tipps geben, wie man vorgeht, wie man rangeht. Ausprobieren müssen Sie es natürlich selber, aber ich habe hier gerade mal die Dose offen. Das ist sowas, was ich mir vorstelle, frisch gefallener Schnee in der Sonne, der so schön glitzert, pulvrig. Richtig. Und das ist dieses Glitzermaterial. Dieses glitzernde Material sieht man leider Gottes nicht so in der Kamera. Nee, ist schwer einzusehen. Werden wir nachher sehen. Aber Sie müssen sich das jetzt wirklich mal vorstellen. Sie gehen mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann im Wald spazieren, es hat frisch geschneit, strahlend blauer Himmel und Sie gucken über Schneeflächen, die dann so schön glitzern. So glitzert das hier drin. So. Genau. Ja, wie so. Gehen wir jetzt vor? Wie gehen wir vor? Doch völlig nacktig aus hier. Ja, genau. So. Du kannst mal die Packung langsam mal vorbereiten. Das heißt aufmachen? Aufmachen, während ich mit der dunklen Erde mal beginne. Bin ja nicht umsonst hier. Nee, genau. So. Nur zugucken ist nicht. Ach, der Meister. Ah, dann ist nicht Meister. Wir tupfen diese, oder ich tupfe diese Erde jetzt hier erstmal wieder auf, diese Acrylmasse. Ja. Wichtig ist es jetzt hierbei, nicht zu sparsam damit umzugehen. Das also heißt also, satt. Richtig satt, weil du kannst gleich mal ein paar Grasbüschel da draufsetzen, dich betätigen. Ich darf das, echt? Ja, darfst du. Grasbüschel? Ja, braune oder? Du kannst, mach mal wie du willst. Wenn es ganz schlimm aussieht, dann sage ich dir schon Bescheid. Wenn es ganz schlimm wird, sagt er Bescheid. Der Meister hatte vorhin eine Pinzette. Ja, die kann ich dir geben. Weil dann muss ich ja das von dem Trägermaterial abmachen. Ja, die kannst du so, am besten legst du es direkt auf den Tisch und dann kannst du so seitlich es runterschieben. Abziehen. Ja. Oder runterschieben. Runterschieben? Ja, runterschieben, richtig. Also ich tue jetzt erstmal mit dem ganz verdorrten Zeug anfangen. Ja, mach, was du willst. Schieben lässt es aber nicht so. Ja, doch. Das wird ein bisschen gröber befestigt, aber geht schon. Geht schon. Ja, er sagt es. Ja, versuch es. Versuch macht gut. Kannst du es ruhig grob ein bisschen unterschieben. Mhm. Ich will nicht sagen mit Gewalt, aber. Jetzt habe ich, glaube ich, den richtigen. Ich gehe noch mal gerade mit dem Pinsel entlang der Straße. Ja.
Wir werden jetzt mal diesen unteren Bereich, den ich gerade fertiggestellt habe, mal machen. Mhm. Wenn wir jetzt gemeinsam den oberen jetzt auch noch machen würden, müssen wir wahrscheinlich hier diese Sendung schneiden. Das wollen wir gerne eigentlich vermeiden, damit Sie auch sehen, wie lange sowas dauert. Ja, also wir machen erstmal den unteren Bereich. Der ist schön feucht, das sollte auch sein. Und also nicht zu geizig mit der Paste hantieren und vor allen Dingen tupfen. Das macht nachher einen wahnsinnigen Unterschied aus zu bereits gestrichenen Pasten, die drüber gefügt werden, kann man auch machen. Sieht aber völlig anders nachher aus, wenn Sie das ausstreichen. Du sollst das nicht draufschmeißen. Nein, ich tue es auflegen. Ja, kannst auch die Panzette nehmen, die hast du doch da. Ja, komm mal, ich nehme mal das andere, du nimmst die. Ich nehme das braune. Du kannst es auch relativ einfach, guck mal, so ein bisschen. Ich habe es mit der Pinzette gemacht, das macht sich nicht so gut. Ich wollte dich zeitlich ein bisschen beschäftigen, damit ich ein bisschen Zeit habe. So kann man es natürlich auch machen, liebe Freunde. So, wie beschäftige ich einen Moderator? Indem man ihn beschäftigt mit fast, ich will nicht sagen sinnlosen Sachen, das stimmt ja nur wiederum nicht. Nein, sinnlos ist es, weiß Gott nicht. Aber ich darf so ein paar Erdbüsche. Du kannst es auch knicken und dann kriegst du es schneller runter. Ein paar Grasbüsche verteilen. Erstmal locker drauflegen und dann mit der Pinzette nochmal antropfen. Ja. Man kann ja viel lernen. Genau. Und durch Zugucken, durch Ausprobieren. Das würde ich Ihnen also auch empfehlen, liebe Freunde. Und wie gesagt, wenn Sie mal richtig viele Fragen haben, leite ich gerne die Fragen an Thorsten Ströwer weiter, weil der eine oder andere sagt, Mensch, ihr habt das gemacht, wieso habt ihr das so gemacht und kann man das auch anders machen? Ich glaube, da kann man schon. Es gibt viele Wege zum Ziel. Viele Wege führen nach Rom oder ins Studio. Ja. Reicht das mit dem braunen Zeug? Nein, es reicht noch nicht. Es reicht nicht. Ich habe es geahnt. Was denkst du? Ich lege es dir auf und du drückst es nach. Das können wir auch zum Schluss andrücken. Ja. So. Also, es ist wichtig, eine vertrocknete, herbstlich abgeblühte Landschaft hinzubekommen. Pass auf, dass du die richtig rum drauf schmeißt. Ja. Na, der ist. Ich lasse es einfach fallen. Du denkst auch, da kommt eh Schnee drüber. Ja, du hast, nee, nein, du die Grasbüsche sind du sichtbar. Du hast nachher. Ja gesagt, du drückst es dann mit der Pinzette an. Ja. Das hab ich also brauche ich mir hier jetzt nicht so. Also es lässt sich relativ einfach lösen in unregelmäßigen. Es ist jetzt natürlich den Vorteil ganz einfach, dass wir das in diese Acrylmasse praktisch nur auflegen oder eindrücken müssen. Stell dir vor, du müsstest jetzt unter jedem Grasbüschel Kleber. Oh Gott. Noch ein weiterer Vorteil dieser Acrylmasse. Ja. Also ich sehe schon, das ist eine Arbeit für lange Winterabende. Ach was, guck mal auf die Uhr. 14 Minuten bis lang. Oh ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt also wirklich. Kommt auch an, wie groß dein Diorama wird. Aber wie ich gerade schon ein bisschen erwähnt habe, ist es so, man sollte sich die Flächen erstmal klein vornehmen und nicht gleich jetzt ich glaube, eine große Fläche nehmen. Wächst einen das dann über den Kopf. Ja, dann wird man ein bisschen hektisch, weil die Acrylpaste natürlich langsam auch mal anzieht. Mhm. Und solange sie so glänzend ist, wie sie jetzt ist, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Mhm. Wir ziehen das noch mal ein bisschen näher. Ja. Hat ja schon Form angenommen. Da wäre ich ein bisschen zu. Ja, du musst hier. Nee, so, ne? So, glaube ich. So, genau. Also es hat schon mal Form angenommen, übersehen. Sieht schon mal ganz ordentlich aus. Ja, zoomen noch dran. So, da sieht man schon. Jetzt haben wir eine herbstliche Landschaft schon, die relativ einfach und unter 15 Minuten. Man könnte aber jetzt noch zum Beispiel, habe ich mal gesehen, es gibt ja auch Blätter,
Ja, ja, lose Blätter kannst du mit reinmachen. Bunte Blätter, vielleicht noch ein bisschen draufstreuen, genau. Irgend sowas machen, dass man also diesen, wenn man in der Wald und der Heide spazieren geht. Das Erdboden mit Blättern. Was sage ich hier? Gut vorbereitet. Waldboden mit Blätter. Genau. Da kann man also nochmal Hand anlegen. Und sollte aber jetzt nicht zu viel nicht nehmen. Nicht zu viel. Nein, hast nein, nein. Hast du den Kaffeelöffel von zu Hause gemopst? Nee, wieder hinten aus dem Studio. Okay. Kann man da einfach kann man jetzt nochmal so draufstreuen. Gucken, so auf wo man es am besten sieht hier, würde ich ja sagen. Kann man noch ein bisschen was draufstreuen. Immer aufpassen, möglichst, dass das Streu nicht unbedingt auf dem Gras landet, weil das sieht nachher das soll nicht den, so den schick hellen, aus. Auf den glänzenden Flächen von der abtrocknenden Acrylpaste landen. Ne? Ja, so ein bisschen. Aber wie gesagt, nur ein bisschen reicht schon aus. Nur ein bisschen reicht schon aus, um den Untergrund sozusagen. Ja. Na, tolle Sache. Sie sehen, liebe Freunde, man muss nur Wünsche äußern, schon hat der Meister alles parat. Also, es soll auch ja auch als Anregung dienen. Es ist ja auch wichtig, dass man nicht ganz so unbedarft dann rangeht und sagt, Mensch, da habe ich doch mal gesehen, da gibt es also Waldboden von Lars Opthof Szenery, Typ 2, also mit ein bisschen Laub. Ich halte das nochmal hier rein, den man nur ein bisschen mit dem Kaffeelöffel des Meisters. Es kommt darauf an, wie groß die Fläche ist, wie viel man braucht. Es gibt ja auch ganz verrückte Sachen, Nadelboden. Ja, da fehlen halt die Blätter. Und dann haben wir noch Waldboden. Aber hier sind wieder ein paar Blätterchen drin. Da sind wieder Blätter drin. Das ist wieder Waldboden. Also das kann man noch so ein bisschen... Beim Lars ist Waldboden halt Mischwald. Ja, deswegen heißt die andere Packung Nadelwald. Eigentlich müsste die andere Packung Mischwaldboden heißen. Okay. Ist ein bisschen zu viel des Guten. So, jetzt haben wir das schon mal vorbereitet. Damit jeder Bescheid weiß. So, wieder und ich sollte ja eigentlich auch noch hier von dem Dornenstrüpp was rausmachen. Ja, du kannst du machen, aber da bräuchten wir etwas Kleines. Und Kleines eher sowas wie dieses hier, weißt du? Sowas Kleines, Feines. Und dann nimmst du dann bitte die Pinzette oder gibst es mir. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich reiße es und du nimmst es. Ja. So ganz verrückte Sachen machen wir hier. Lässt sich auch leicht trennen, liebe Freunde, das ist also auch gar nicht so schlimm. Ja, man muss mal gucken, wo man es platziert. Wir machen das noch so ein bisschen heidemäßig buschig. Lässt sich auch gut reißen. Gut wäre es gewesen, wenn wir eine Schere gehabt hätten, aber geht auch ohne. Muss noch ein bisschen gerichtet werden. Ich zeige es gerne nochmal in die Kamera. Das ist dann aus diesem Dornensträucher Herbst. Einfach hier so ein bisschen abreißen. Das ist übrigens eine wunderschöne Farbe, auch die nicht nur in den Herbst passt, sondern man kann sie auch wunderbar für Frühsommer, Spätsommer etc. einfach in kleinen Teilen benutzen und man packt sie einfach unter die dunkelgrünen oder unter die olivgrünen Dornbüsche oder unter anderen Büschen, um einfach ein bisschen abgestorbenes Buschwerk ein bisschen zu simulieren. Ich sehe gerade hier hinten. Du saust es hier ganz schön zu. Noch ein bisschen was hin. Ja, gut, das schneiden wir später mal ab da. Ja, ja, das haben wir dann noch mit das da, ist gut. Mit dem Rasenmäher dann noch. Okay. So. Das haben wir also auch aufgebracht. Das sieht ja eigentlich schon mal ganz, ganz ordentlich aus. Das gleiche Prinzip kann man hier natürlich genauso gut im oberen Bereich auch machen. Nein, wir machen es nur im hinteren Bereich. Ja. So, was machen wir jetzt? Gute Frage. Einen neuen Pinsel. Dann kommt jetzt nochmal dieses. Ich lege das nochmal vorne hier rein. Ja. Spring and Snow, das ist diese Masse. Die nehmen wir jetzt. Aha. Also das, was du sagtest, wo man also Spuren im Schnee matschig ja, aber man kann sie aber einfach jetzt hier zum Beispiel auch ein bisschen so auf dem Juwela hier Pflaster schon ein bisschen drauf machen. Also das tust du jetzt einfach an den Straßenrand aufbringen. Jetzt muss ich mal gucken, einfach wie ich dich festhalte hier, damit das nicht wegrückt. So. Wieso? Rückt nicht weg? Na. Doch, meinst du? Ich halte es fest. Okay, ich muss mal gucken, ist der sauber? An den Straßenrändern, wenn die Straßen abgetaut sind, ein bisschen von der Sonne oder wenn die Räumdienste gerade durch sind, findet man ja mal diese kleinen Häufchen, wenn es gerade so ein bisschen geschneit hat. Das wird jetzt also nachgebildet sozusagen. Ja, auf die Schnelle jetzt mal. Auf die Schnelle erstmal. Normalerweise brauche ich da ein bisschen länger für, aber
Ich mache es jetzt mal auf die Schnelle. Du hast ja schon öfters geübt, also kannst du auch die Schnelle machen. Na, Schneedioramen selbst mache ich auch nicht so oft, muss man ganz ehrlich sagen. Die Frage ist immer für mich, warum wir belassen es jetzt mal warum, auf bei der warum, Seite. Warum was? Eigentlich nicht? Warum ist das eine Modellbahn ist, komisch, nicht ne? so, na, wie soll ich sagen, so up to date, dass man sich auch mal an solche Themen rangetraut? Ich weiß es nicht, warum. Kannst also es ist schwer zu verstehen, warum. Mhm. Ich sag mal, das so, hat ja auch seinen Reiz. Das ist ja, so, ja, ja, ja. Ich muss sagen, die Firma AK ist ja kein typischer Modellbahnhersteller oder für die Modellbahnindustrie, sondern es ist ja eigentlich eher, geht ja mehr in den Dioramenbau, Militärbau und so weiter, wo die zu Hause sind. Und ich habe eigentlich diese Produkte mal durch Zufall gesehen und habe gedacht, wie kann man es für den Modellbahnbereich vernünftig nutzen. Ne? Sieht man auch ganz schön jetzt auch von der Naheinstellung her, dass man so ein bisschen Schnee am Rand liegen haben. Ja. So. Zur Info, das trocknet dieses hier, je nachdem wie dick man es aufträgt, ungefähr so, je nach Raumtemperatur, zwischen 3 bis 6 Stunden ungefähr. Das ist okay. Ja. Also das ist doch eigentlich eine ganz ordentliche, also wenn ich die Gleise einschottere, dauert das länger mit dem Trocknen. Oh ja. 24 Stunden im Regen. Ja, je nachdem. So, ich hoffe, man sieht das auch so wunderschön. Ja, die Kamera fängt das eigentlich recht gut ein, sodass man also sich das jetzt schon ein bisschen vorstellen kann. Ein bisschen mehr Dicke auf. Sieht aus wie so, ja, irgend so ein weißer Brei, aber das ist dann, das trocknet dann matt ab, oder? Das trocknet, ja, es sieht, wie gesagt, leicht feucht aus. Ja. Aber wir nutzen ja auch gleich den Pulverschnee, der jetzt zusätzlich noch oben drüber geht. Na, wunderbar. Ja. Wir wollen aber da, wie gesagt, da ein bisschen mehr, als wenn es so zur Seite geräumt ist. Also, diese Schneepaste brauchen Sie also auch, liebe Freunde, so wie wir das hier eigentlich zeigen. Und man sieht es ja auf der Naheinstellung schon wunderbar. Eigentlich sieht es ja richtig geil aus. Ich sage jetzt mal so, wie es ist. Es sieht schon nicht schlecht aus. Es sieht schon mal ganz so. Und wenn du dieses hier von der Masse so ein bisschen in die Straßenmitte ziehst, dann sieht es aus wie gerade getaut. Ja. Bitte bedenken, diese Masse, die verläuft nicht selbstständig. Ja, das heißt bleibt also, so, liegen, wie, so sie wie wir sie jetzt machen, bleibt ja, sie liegen. Also wenn man aufmerksam mit dem Auto durch die Winterlandschaft fährt und auf solchen gerade abtrocknenden Straßen oder frisch geräumten, leichten Schneestraßen fährt, sieht man das ja auch, dass am Rand immer mehr liegt und zur Fahrbahnmitte, also Richtung, da so ein bisschen Schneereste, das Ganze so ein bisschen dünn. Ja. Ah, so sieht das schon mal ganz gut aus. Na. Also, mit der Snow Sprinkles Paste. Halt's mal ein bisschen hoch. So sieht es also aus. Ja. Kann man natürlich hier unten in dem Bereich auch verarbeiten, ja. Aber dafür müssten wir das Ganze jetzt definitiv trocknen lassen, wo die Zeit nicht da ist. Ja. Geht also auch. So. Da liegt also ein bisschen Schnee rum. Ja, und der Schnee müsste jetzt ja eigentlich auch einmal auf diesen Rand verteilt werden, aber auch sicherlich da, wo unser Grün und unser vertrocknetes Gestrüpp rumlagert. Ja, kommt auch. Wir machen aber noch ein bisschen mit einem kleinen feineren Pinsel, gehen wir noch mal ein bisschen dran. Ja. Na. Schon ein bisschen Herausforderung, wenn das Arbeits... Teil so ein bisschen so, weiter weg ist als. Hab jetzt mal gewohnt. So verglichen von der Zeit. Also wir arbeiten an dem kleinen Diorama bereits schon fast 25 Minuten. Aber da haben wir schon relativ viel geschafft, muss man sagen. Also schon. Naja, im Prinzip hast du im unteren Bereich ein fertiges. Mhm. Irgendwas hängt hier rum, was da nicht hingehört. Müssen wir abschneiden. Ja, das stört. Ich fasse es ja wohl nicht. Das stört gewaltig. Nee. So. So. Jo, jetzt haben wir den Schnee verteilt und hast du gesagt, du willst Mikrobalance. Das ist jetzt? Nicht husten, nicht niesen. Okay. Du wirst gleich sehen, warum. Jetzt bräuchten wir von der Regie mal eben eine Totalaufnahme, genau. Weil jetzt wird es interessant. Es lässt es schneien. Es schneit tatsächlich, man sieht es. Ich mache erstmal am Straßenrand, ja. Gleich sieht man noch mehr. Er lässt es schneien. Das, was ich mir immer gewünscht habe. Oh, jetzt fang aber nicht an zu singen. Nee.
Leise rieselt der Schnee. Nein, ich mach's nicht. Er hat gerade gesagt, er macht's nicht und er macht's doch. Ja. Aber gut, so schlimm war es noch nicht. Ich muss es durchgucken lassen. Guckt euch das mal an, liebe Freunde. So. Es wird also auf diese, Feuchte, Restfeuchte von der Acrylfarbe. Die zieht das nachher, festigt das Ganze. Wir brauchen also in diesem Fall jetzt keinen zusätzlichen Kleber. Mhm. Wir brauchen keinen Sprühkleber. Mhm. Selbst wer Sprühkleber einsetzen will, aus verschiedenen Gründen, bei mehrere Schichten, der sollte dem Untermaterial erstmal die nötige Zeit geben, damit das Ganze wirklich schön trocknen kann. Also wunderschön. Sieht jetzt schon. Ne? Und wie gesagt, man kann es noch deutlich ein bisschen erhöhen, punktuell mal. Ein bisschen, man sieht es wir auch machen sehr vielleicht schön. Mal einen Bereich ein bisschen mehr man als den es, anderen. Man sieht es auch sehr schön, wie Thorsten Frau Holle spielt. Er schüttelt seine Betten aus. Ich muss selber jetzt mal gerade auf den Kontrollmonitor gucken. Sieht er nicht schüttelt aus. Nicht seine Betten aus, sondern er bedient sozusagen den. Ich lasse dieses eine, spare ich jetzt extra mal ein bisschen aus. Ja, lass das mal so frei, dass man mal so einen Vergleich hat. Na, ist das nicht der Hammer? Ich finde es gut. Ich hoffe, den Zuschauern gefällt es auch. Es ist eine schöne Sache. Und, was hat er genommen? Ich zeige es gerne. Halt mal wieder zu, weil sonst pustest du da rein. Ja, also mit diesem Produkt können Sie Snow Micro Balloons. Ja. Kann man es also schneien lassen. Coole Sache von AK. Diese und gar nicht so teuer. Sind man natürlich auf X-Train 24 und auch bei ist dir. Ist nicht viel drin, aber ja. Gut, ist aber auch nicht viel, nicht sehr teuer. Man soll ja auch nicht. So, jetzt kommt der Pulverschnee oder was? Nee, jetzt ist dieses, ja, nee, der Pulverschnee war ja dieses, das also, ist jetzt im Prinzip dein Glitzer. Das Glitzern, wo ich gesagt habe, wenn man sich vorstellt, wenn man spaziert, strahlend blauer Himmel, Sonne scheint, durch den Winterwald geht. Und es glitzert. Und Schnee glitzert. Ja, ja, genau. So, und das kann man natürlich noch wunderbar, wie ich eingangs gesagt habe, noch verstärken, indem man mit Feuchtigkeit, Wasser oder sonstiges arbeitet. Ich habe hier mal bewusst freigelassen, um da hier mal ein bisschen aufzutreffen. Diesen Glitzer. Also ist ja, da war ein bisschen viel. Ist ein bisschen also sollte man also so etwas sehr vorsichtig damit umgehen, aber ja. Man sieht zum Beispiel schon, wenn man hier so drüber guckt, es glitzert tatsächlich. Ich finde das ja ganz cool. Und das kann man natürlich auch als Winterlandschaft auf seiner Anlage machen, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass alles weiß sein muss. Die Dächer mit viel Schnee kann man natürlich auch machen. Klar. Aber ich finde, so eine Spätherbst, Anfang Winterlandschaft finde ich auch sehr schön. Es ist deutlich interessanter jetzt geworden, Winter nachzubilden durch diese Hilfsmittel, weil du eben einfach, du siehst es hier, man kann das Gras wirklich noch sehen und so soll es ja auch sein und nichts ist hier super, alles weiß und mit Schnee bedeckt und tonnenweise Gips draufgeklebt oder andere Materialien. Das kann ich mir auch recht schwierig vorstellen. Ist nicht schön. Das ist auch nicht schön, ne? Nö, nee. Das sieht auch wirklich nicht schön aus. Also ich sag mal so, alles entwickelt sich weiter. Früher, es gibt einige schöne Schneeanlagen, ja. Aber hält sich eigentlich ein bisschen die Waage. Also viele sind es nicht. Also, und auch der Herr Langmesser hat sich früher mal damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und, aber wie gesagt, die Zeit sollte man sich nehmen. Sollte man sich nehmen. Und wie gesagt, die Produkte werden immer neu entwickelt, sind adaptiert aus vielen Bereichen. Ja. Aber was haben wir denn verwendet für die Landschaft? Das wollen wir jetzt abschließend Ihnen noch mal kurz zeigen. Wir haben einmal die Acrylpaste gehabt, dieses Dark Earth, wo die Pinsel noch drin stecken, halte ich noch mal davor. Damit wird der Untergrund erstmal schön satt, dick aufgetupft, genau. Nicht gestrichen, aufgetupft. Nein. Genau. So, auf diese Feuchte. Auf diese feuchte Acrylschicht haben wir dann verschiedene Gräser, Grasbüschel draufgeklebt. Genau. Einmal Spätherbst, also das ist noch nicht ganz so verblüht. Man sieht es ja auch, wenn man in der Landschaft geht, wird nicht alles gelb und so weiter. Ein bisschen grün bleibt ja immer übrig. Mhm. Dazu kommen die Grasbüschel Frühwinter. Gibt es auch Spätwinter? Ja, gibt es auch. Das heißt, sie sind also wirklich schon sehr verdorrt braun. Und
Wir haben uns mal rangewagt, man könnte jetzt auch Sträucher hinmachen, so wie hier oben zum Beispiel. Ja, du hast die ja, das sind ja die gleichen. Auch diese, das sind die gleichen. Diese Dornenhecken. Das sind die gleichen. Wir haben die Dornenhecken, Sie haben es gesehen, ein bisschen auseinandergenommen, um eine etwas freiere, kahle Fläche zu schaffen. Einmal, um Ihnen auch zu zeigen, wie schön das mit dem Schnee geht, aber hat ja auch seinen Reiz. Ja, so. Definitiv. Dann haben wir verwendet dieses Schnee. Ich zeige es vielleicht noch mal ein bisschen. Ja, so. Welche ein bisschen Farbe? Anderer Blickwinkel. Das war die Pastige, ne? Snow Sprinkles. Ja, genau. So, mit den Snows Sprinkles haben wir sozusagen den Straßenrand bearbeitet. Das heißt also, da von den vorbeifahrenden Autos wird der Schnee rübergeweht, bildet sich so ein kleiner Haufen am Straßenrand. So, und muss man ja auch nicht zu dick machen, schön vorsichtig, schön verteilen. Thorsten hat ja auch gezeigt, dass man so ein bisschen das noch reinlaufen lässt in die Fahrbahn, was von der Sonne angetaut ist. Ja, und dann kam eigentlich schon... Mikroballons heißen die, das ist der Pulverschnee. Das sind die Frau Holles Kissen. Also, Sie haben es ja auch wunderschön gesehen, damit haben wir es auch schön schneien lassen. Ja, das sieht man auch hier hinten. Auf dem Bereich ist wunderschön, schön vorsichtig auftupfen. Und jetzt kommt meine Fantasiewelt dazu mit dem Glitzerschnee, um also auch diesen Glitzereffekt hinzubekommen. Das sind die Snow Sprinkles, die wir jetzt zum Schluss genommen haben. Und damit kann man eigentlich schon eine relativ zarte Winterlandschaft machen. Frühwinterlandschaft, muss ja nicht immer tiefer Winter sein. Und so eine Landschaft hat ja auch was. Tja. Und jetzt sind die Züge. Einziger Knackpunkt ist, na? Wenn man eine Winterlandschaft hat, müssen die Züge auch eine leichte winterliche Party haben. Das ist ja das, was ich noch dazu sagen wollte. Müssen es nicht, aber natürlich müssen, ist die nächste Herausforderung. Müssen auch die Häuser, alles was da steht, leicht gezuckert werden. Ja, gibt's viele Sachen. Viele Sachen, die man machen kann. Macht ein bisschen Arbeit, aber Sie haben es gesehen, liebe Freunde, es ist relativ einfach bewerkstelligt, wenn man die richtigen Materialien hat. Richtig. Und dann eben schön vorsichtig rangeht. Nicht viel hilft viel, machen Sie es erstmal ganz vorsichtig. Und im Ergebnis haben Sie es gesehen, wir haben für dieses Stück, für diese rund 12, 13 Zentimeter, rund 32 Minuten gebraucht. Ja, 30. Okay. Ungefähr. Nehmen wir unser Gerede abziehen, ist es sogar noch weniger. Das waren also unsere Tipps, liebe Freunde. Das hat mir schon lange am Herzen gelegen, Ihnen mal zu zeigen, mit wenigen Mitteln und vor allen Dingen mit den richtigen Mitteln, eine wirklich zarte Winterlandschaft zu machen. Ich zeige Ihnen auch gerne noch mal das fertige Diorama. Ja, da können wir noch mal kurz zum Ende auf die Tannen eingehen. Ja, da hast du es ja auch drauf schneiden lassen. Da haben wir es auch drauf Sprühkleber gemacht, oder? Ja, das ist mit Fixativ. Ah ja. Weil Sprühkleber hat, oder fast alle Sprühkleber haben das Problem, dass sie dazu neigen, das Ganze zu verklumpen. Mhm, okay. Deswegen, bevor diese Tannen eben, wie gesagt, bearbeitet wurden, haben sie ein Fixierspray bekommen, zum Beispiel von Fang, haben wir auch im Shop, und wurden so rundherum eingesprüht, von oben runter, da wo der Schnee herfallen soll. So, und dann genauso wie mit den Mikroballons, wie gerade hier, dort, sieht man einfach auch, oben genau, drüber. Das sieht man auch wunderschön auf diesen kahlen Ästen. Genau. Da liegt ja auch immer Schnee drauf, wenn man mal richtig guckt. Ne, dann die Sonne tut den auch dann noch richtig festbacken, dann friert das. Ja, der Baum hier ist noch nicht bearbeitet, aber... Aber immerhin. Ja, ja. Ja? Genau. Wunderbare Sache. Kipp's nochmal an, dann sieht man also auch nochmal diese wunderschöne Straßenlandschaft von oben. Du kennst ja die meisten Schneetannen, die meisten haben wie so, ja, wie so eine Zuckergusspaste, ja, drauf, und das ist hier eben nicht der Fall. Wunderbare Sache. Das soll es in aller Kürze gewesen sein. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie uns gerne eine E-Mail schreiben, beziehungsweise können auch die Fragen hier bei YouTube stellen. Würden wir uns sehr freuen. Und Thorsten wird natürlich, wenn also schwerwiegende Fragen kommen, klar, sicherlich mit dabei sein und die Sachen beantworten. Das waren unsere Tipps für den Winter, für eine winterliche Anlage. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Produkten und viel Spaß beim Nachbauen. Und wie gesagt, wenn es klemmt, anrufen.
Nee, so macht man das. Und dann oder genau. Schreiben. In dem Sinne bedanke ich mich für Ihr Interesse. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und eine schöne Adventszeit. Genau, machen Sie es gut. Tschüss.